Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Infinity mit der lieben Nahasi. Hallo. Auf dem Community-Server und es geht natürlich mit der nächsten Stadt weiter. Wir hatten ja im letzten Part die Chaotenstadt von uns gehabt, Stadt 7, ja, die total gestörten. Und heute ist die etwas ruhigere Stadt dran und zwar Rockylands of Desert, wo Rock of Zusa gebaut hat. Er ist leider auch nicht da und deswegen muss ich mit der Jana das anschauen hier. Wir wissen natürlich jetzt auch nicht zu 100%, ob wir alles finden und zeigen können, was er so gebaut hat. Weil wenn er natürlich irgendwas versteckt ist oder keine Ahnung gebaut hat, dann werden wir das wahrscheinlich nicht finden. Wir hoffen es einfach mal nicht. So, ich habe auch keine Ahnung, wo man anfangen. Komm, wir gehen einfach mal hier rüber in das Kraftwerk. Okay. Oder? Wir gehen an... Nee, komm, hier, wir gehen erstmal hier hin. Das sieht nicht so spektakulär aus hier. Okay. Was ist denn das überhaupt? Hier ist ein Cry... Das ist warte mal, ein eine Villager-Farm. Ach, ja, stimmt, eine Villager-Farm. Oh Gott. Also hier unten ist eine Mob-Farm und da oben ist die Villager-Tötungsmaschinerie. Okay. Hier ist gerade... hier ist gerade ein Villager, die fallen hier in so eine Flöte. Hä, was ist denn, wie ist denn das gedacht? Das ist doch eine Schmiede. Und hier sind Villager, die spawnen hier, die fallen hier rein. Und wenn ein Villager stirbt, dann kommt da flüssiges Emerald raus. Ach, Quatsch. Doch. Ernsthaft? Ja. Weiter mit dir. Okay, so kann man... So kann man an Emerald rankommen. So haben ja alle, glaube ich, auf dem Server das gemacht. Also, verschiedene Arten aufbauen von der Farm. Aber so ist der Grundgedanke. Das wusste ich gar nicht. Wie spawnen Villager überhaupt? Das hat ja aber, glaube ich, schon mal jemand gesagt. Ich glaube sogar Tirol. Okay. Wie spawnen die Villager? Na, hier, guck mal, hier ist ein Autospawner. Und wenn du mal da reinklickst, da ist ein Spawn-Ei drin. Er hat einen Villager gefangen mit einem Safari-Net. Genau, weil Rock hatte doch diese tolle Riesendorf hier an der Seite. Ja. Von neben seiner Stadt. Und da hat er sich dann wahrscheinlich die Villager rausgeklaut. Ich kloppt jetzt alle da rein hier. Das macht dir Spaß, ne? Das ist schön. Hey, das ist echt cool. Voll krass, vor allen Dingen... Oh, oh. So, jetzt. So, und dann sterben die quasi hier drin und dann, warte mal, Smeltery? Wo ist denn hier? Von der Smeltery? Ach, hier. Krass. Was? 47? Ach so, nee, warte mal, das sind 47 Emeralds, oder? Weil ansonsten wäre ich jetzt gerade schockiert gewesen. Ja, das sind 47 Emeralds. Ja, krass. Okay, das ist ja super nice. Das ist ja echt cool. Finde ich gut. Muss ich mir merken für die nächsten Dings. Und hier drüben hat er quasi eine... Ach, hier hat er noch ein Dings. Hier, eine Mob-Farm. Blaze. Genau, da unten okay. drin ist eine Blaze-Mob-Farm, ja. Und hat hier quasi Grinder vorne hingestellt, die dann abmetzeln und quasi hier über die Ender-Chest transportieren in sein ME, nehme ich mal ganz stark an. Genau. So, mit dem Haus weiß ich, hat er angefangen hier. Ja. Oder es wird wahrscheinlich sogar sein Haus sein. Weiß nicht, was das da drüben von der riesen Fabrik noch ist. Keine Ahnung, schauen wir uns später einfach nochmal an. So, gehen wir erstmal hier runter. Hier gibt es nämlich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, gar nicht so wirklich was. Ne? Ja, das war noch recht leer, glaube ich. Genau. So, warte mal, hier geht es ja auch nochmal runter. Ist quasi alles über Elevator. Ja, und hier ist ein Keller. Aber das war es halt auch, ne? Also da es hier bis Bedrock geht, wird hier vielleicht ein Laserdrill hin. Könnte ich mir vorstellen. Das kann sein, ja. Das ist richtig. Na, sie hält den Rock zu. Entschuldigung. okay, das kann sein, dass er hier einen Laserdrill aufbauen wollte, ja. Weil er schon mal bis Bedrock runtergegraben hat. Okay, aber ansonsten haben wir hier nur Keller ohne irgendwas. Kein Problem. Gucken wir einfach mal weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ohne irgendwas zu zerstören. Obwohl, eigentlich kann ich das du so machen. Du musst nur eins weiter höher fliegen. Wo bist denn du? Hier ist doch einfach ein Ausgang. Ach so, okay. Komm mal wieder auf die Ebene, wo die, draußen. Die Boden. Okay. Okay, dann hat er aber hier noch einen Anbau dran. Warte mal, dann muss ich hier auch noch mal kurz mal die Scheiben einschlagen. So. Hier ist aber auch nirgendwo was drin. Nee, das ist auch noch leer. Ach doch, warte mal, hier unten. Oh, was denn hier? Ach so, okay, jetzt sind wir hier. Ach so, das ist die Verbindung hier rüber. Ja. Ah, okay, verstehe ich. So, warte mal, geht's hier nochmal runter? Nee, hat auch nichts weiter gebaut. Ach Mensch, was hat er denn gemacht hier? So, warte, hier geht's wieder raus. Vielleicht war das auch einfach nur sein Anfangshaus und er hat's leer geräumt. Das kann natürlich auch sein.
So, obwohl hier drüben ja noch irgendwas im Bau ist. Aber oder es sollte noch irgendwas vielleicht noch kommen oder so. Oder? Das kann auch sein, ja. Oder es kann, ja, es kann natürlich auch ein Umbruch gewesen sein, dass er gesagt hat, nö, es gefällt mir nicht, ich will was anderes hinbauen. Genau, und hat dann drüben die Fabrik gebaut, ja. Wir können es wirklich nur mutmaßen, aber deswegen schauen wir jetzt auch mal weiter. Und zwar hier in diese wunderschöne Fabrik. Ja, die sieht wirklich gut aus. Ja, aber wie kommen wir rein? Hier ist offen. Ich will jetzt nicht über den Zaun klettern. Nein, hier ist doch offen. Lauf mal auf der Straße lang. Juhu. Ah, hier ist offen. Ja. Hier ist offen, der Hasi. So, und So, jetzt kommen wir hier erstmal rein. Oha, okay. Hier ist auf jeden Fall ME-System. Mhm, das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Okay, krass. Er hat 685k Glowstone Dust. Dann hat er eine Glowstone Farm. Wow. Travel Anchor, Kontrollraum. Okay, gehen wir doch mal ins Tiefer. So, warte mal, vielleicht sehen wir ja was. Ja, hier sehen wir ein bisschen was. Okay, hier hat er auf jeden Fall alles verknödelt. Hier hat er auch schön verkleidet mit Fassaden. Und hat quasi hier ein ME gebaut mit einer Energy Cell. Hier geht das ME-Kabel weiter. Hier ist ein Tesseract. Das steht auf... Moment. Kann ich drauf zugreifen? Oh, hat er auch wieder privatisiert. Sack. Okay. Und hier eben mit Dense-Kabeln, die sich dann einfach verteilen. So, Travel Anchor. Dach, Akku. Hauptanker. So, gut. Hier hat er auch ein Dimensions-Dingsbums-Tralala gebaut. Für Dimension. Mhm. Wow. Oh, da war ein Loch. Ich sag ja, ich bin ein Tollpatsch manchmal. So, für verschiedene Dimensionen zum Erstellen. Also RF-Tools. Dann, oh, hier die ganzen Ender-Chests. Mit den ganzen vielen verschiedenen Farben. Ist natürlich auch krass. Was hat er hier oben? Ach, diese Inscriber. Rohstoffe plus Presse, Silikon. Okay. Power-Monitor. Da oben muss auch noch irgendwas sein. Hier ist noch ein Travel-Anchor. Hier oben, okay. Gut. Dann, das finde ich lustig hier. Ja, der Igneous Extruder gebaut. Mhm. Aber nicht so viele. Ne, ganz, ganz klein. Und die produzieren nichts anderes wie Cobblestone. Ja. Krass, oder? Aber was hat er damit gemacht? Ich glaube, er hat diesen Cobblestone compressed. Und er wollte da irgendwas herstellen. Ja, ich glaube aber, er wollte Yu-Yu-Matter machen und hat mit dem, oder macht mit den Cobblestone Scrap. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. So, was hat er hier hinten? Pulverizer hat er auf jeden Fall hier reichlich am ME-System auch angeschlossen. Alles mit Interfaces. Und was hat er hier? Alloy Smelter und Zack Mills. Auch alles am ME angeschlossen. Sehr schön. Okay, das wird wahrscheinlich das rote Kabel sein. Warte mal, hier ist auch noch ein Travel Anchor. Baustelle Keller, ME-Kontrollraum im Haupteingang. Akku, Dach. Gehen wir mal aufs Dach. Wieso geht denn das nicht? Ja, weil gerade der Server... Ach so, oh. Alter Schwede. So, hier sind wir oben auf dem Fabrikdach drauf. Auch sehr cool. Es hat er schon echt nice gemacht, ne? Es sieht schon gut aus, ne? Ja. Ich finde, die Fabrik gefällt mir auch sehr gut. Mhm. So, dann gehen wir mal, Moment, hier wieder Seiteneingang, Verarbeitung, das war hier gewesen, genau. Und dann können wir hier vorne nochmal ein bisschen rumschauen. Da oben, ach, Akku, dann gehen wir mal in den Akkuraum. Ah, das ist ja auch cool hier. Achso, hier war die Decke noch nicht zu, sehe ich gerade. Okay. Hier hat er quasi seine, seinen Energiespeicher aufgestellt, 1,2 ja. Millionen RF aktuell schon drin. Ein Wireless Charger, okay. Alles mit Tesserakten natürlich gemacht. Dimensionenbilder hat er hier noch mit dran. Hier sind die anderen Tesserakte dran. Okay, dann... Da vorne ist das Dach. Akku. Baustelle in den Keller musst du noch. Baustelle Keller. Oh. Okay. Oh, okay. Okay, also die Fabrik sollte wahrscheinlich einen Keller bekommen, so wie es aussieht. Ja. Hier hat er richtig viel ME-Kabel verlegt, und zwar die Dense-Kabel. Okay, und hier haben wir... Ah, deswegen... Verstehe ich, deswegen waren die... Farben. Ja, da waren die Channel auch nicht angeschlossen. Mhm.
Also haben die hier oben nicht geblinkt, weil das sind nämlich diese Pulverizer, diese Redstone Furnace, die wir oben gesehen haben. Mhm. Und hier das Dance-Kabel, das rote ist gar nicht angeschlossen. Das sehe ich gerade so. Das hier drüben schon. Also das hier drüben schon, ja. Hat er einfach mit einem normalen Flugstance-Kabel aufs Grüne dann, okay, aufgeswitcht. Wie viele Kanäle? Das sind auch 0 Kanäle belegt. Also hier sollte wahrscheinlich noch kommen. Sollte, ist aber nicht. Ich kann ja mal eins machen. Ich weiß nicht, ob er sich das so gedacht hat. Ich könnte es mir vorstellen. So. Theoretisch. Gucken, wie viele Channel das hier oben sind. Aber das sind wahrscheinlich mehr wie 8, ja. Ja, das sind mehr wie 8. Ich wollte hier eigentlich nichts bauen, ne? Wollte ich nur mal so sagen. So. Muss ich hier den Rock sein Zeug noch fertig machen. So, jetzt aber. Das sollte klappen. Na gut, so, fliegen wir mal weiter. Was ist, was hat er hier oben dran? Ach, das Crafting Terminal, okay. Das war das, ja. 32 Channels sind belegt, also hier muss auch ordentlich was dranhängen. An dem blauen. Moment. Achso, hier an dem blauen hängen die ganzen Emmy Drives dran. Genau. Der hat da quasi schon ein bisschen was aufgebaut zum Speichern. Auch sehr cool. Und das Ganze geht hier rein und ach, das war der Raum, wo wir vorhin die ganzen Kabel haben reingehen sehen. Genau. Am Anfang. Super. Jetzt würde mich schon noch mal eins interessieren, wo kriegt der Junge seinen Strom her? Soweit ich weiß, hat er Dimensionen, in denen diese Photovoltaikzellen überall rumstehen. Ah, okay. Baustelle Keller, dann gehen wir doch mal, hier war nämlich noch was. Dach, Akku, Haupteingang. Seiteneingang, warte mal, ich habe da hier vorne noch was gesehen. ME-Controller-Raum. Und soweit ich weiß, hat er mit Tirol sich auch geteilt. Ach so, dass sie mit Strom. Über Tesseract haben die quasi den Strom teleportiert. Ja. Müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, durch die Welten, also in die Dimensionen halt, aber. Ach so, Wir hatten, also das weiß ich, das hatten sie mal erzählt, sie haben eine Dimension auf jeden Fall, die nur Tag ist und da haben sie ihre die Sonnenenergie, die sie drinstehen haben. Ist ja auch mal eine ganz andere Sache, ne? Ich meine, einen Big Reaktor hat jeder gebaut. Ja. Auch cool. Ich will nochmal gucken, weil diesen Dimensionsbilder, dieses Teil hier, ob wir das zum Laufen kriegen. Warte mal, läuft der hier? Ist der hier an? Nee. Oh doch, warte mal. Wo bin ich jetzt? Den musst du nur anmachen. Nicht auf dem, du musst genau auf den Transmitter. Ja, der hat mich hier rüber teleportiert. Wie geil ist das denn? Ah, okay. Warte, dann suche ich eine andere Dimension. Wo drückst du hier eine andere Dimension? Du musst, guck mal, du kannst hier da den Dialing-Device, den suchst du dir, also den kriegst du an. Ja. Oben siehst du halt Rock of Susa und jetzt siehst du unten Rock of Susa Overworld ist natürlich jetzt da, deswegen portet er dich darüber. Und du kannst jetzt gucken, ich weiß halt nicht, welche seine sind. Also manche haben ja Namen, wo du erkennst, wem es gehört. Und Alter, da, wie viele Dimensionen gibt es hier? Ein paar. Okay. Aber ich kann dir halt nicht sagen, welche jetzt Rock of Susa gehören. Also das weiß ich nicht. Dias, Redstone, Nether, Tonwirt, Hayo. Ender Pippi. Ender Pippi nochmal, Cold. Ender Pippi, Redstone, Manilium, Yellowite, Purgold. Das Mysterium, das könnte Rock sein. Ich leg einfach mal die rein. So. Ist sie jetzt drin? Ich glaube schon, ne? Ja, aber die ist, also da müsste ja die Welt dazu, müsste irgendwo halt in einem Dimension. Guck mal, hier oben hast du Dimensionbilder. Wenn du da reinklickst, da ist die Dimension, liegt da drin. Die 39. Ja. Und die 39. Ist das die wir angewählt haben? Nee, warte. Hier. Aber Invalid Destination. That's dial okay. Was sagst du? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Alter, was denn das für eine Spacko-Scheiße? Kannst hier draufkommen. Okay. Das ist aber jetzt eine Silberwelt. Also ich weiß nicht, ob es irgendwas Interessantes gibt.
Einfach nur Silber. Ja. Eine Welt für Silber. Krank, oder? Das ist ja echt heftig. Wahnsinn. Ich will zurück. Wieso kommt man immer nie wieder zurück? Ja, wenn man das halt auch wieder macht, also man müsste hier nochmal so ein Mining-Device anbauen. Und wenn man das nicht macht, dann geht man da nicht mehr zurück. Ach Quatsch. So. Gut. Ja, keine Ahnung, was jetzt seine Dimension ist. Ich weiß es nicht, wo die Solarpanels stehen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn er die vielleicht mal drinnen gelassen hätte, die Dimensionen, aber ja, kann man nicht ändern. Hat er nicht. So. Dann würde ich aber sagen, in diesem Sinne, wahrscheinlich haben wir jetzt das, was uns hier möglich ist, gesehen, oder? Ja, ich denke schon. Man muss ja auch dazu sagen, Rock hat ja auch alleine gebaut, ne? Ja. Größtenteils. Größtenteils, ja. Wir können mal gucken. Also er hat mit Patrick immer mal so ein bisschen, also er hat bei Patrick gebaut und ich glaube, Patrick hat nicht so viel bei ihm gebaut. Die haben eher diese Dimension, haben sie zusammen gemacht. Okay. Weiß ich auf jeden Fall, aber sonst. Aber vielleicht ist das ja auch, kommt nochmal in die Kommentare, dass Rock vielleicht nochmal schreibt, wo es vielleicht nochmal ein Easter Egg gibt oder sowas. Oder vielleicht kommt auch irgendjemand von selber drauf, also wenn sie die Welt runterladen und findet da was, was wir überhaupt nicht gesehen haben. Ja, das ist natürlich korrekt. Und fasst sich dann an die Stirn und sagt, oh. Ja, wenn er es gesehen hat, dann Rock, schöne Grüße an dich und schreib mal in die Kommentare, falls es irgendetwas gibt, was du noch hinterlassen hast. Aber damit wollen wir Stadt 8 auch abschließen. Natürlich auch für, kann man sagen, größtenteils alleine gebaut und alles. Und Rock war auch nicht von Anfang an dabei. Super, ja. Super geil. Hat auch eine richtig coole Gegend hier gekriegt eigentlich. Also muss man schon sagen, die fetzt. Und ja, in diesem Sinne... Die hat er selber gefunden. Ach so, ja. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ihr lasst das Däumchen da für Stadt 8, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es so findet. Oh, hier noch ein großer Vulkan, auch episch. Ja, und wir sehen uns morgen wieder mit der letzten Stadt, meine lieben Freunde. Der letzten Stadt 9. Da schauen wir da nochmal vorbei beim lieben Mike. Und ja, alles unten in der Videobeschreibung. Da wird Download. Und ja, einfach selber mal drauf gehen, ein bisschen was erforschen, vielleicht weiterbauen. Und wir sehen uns morgen in Stadt 9. Bis dahin. Tschüss. Ciao.